wondering about how can I deliver. Thank you.
Willkommen. Ist das Mikrofon nicht an? Ja. Mit diesem wundervollen Ohrwurm fange ich das heutige Konzert an. Das war eben das Stück von Alisa Asker, Prolatio heißt es. Danke für die Komposition, speziell für den heutigen Abend komponiert. Prolatio konzentriert sich auf eine einzelne melodische Linie, die zeitlich durch Ornamente und proportionale Erweiterungen von innen heraus vergrößert wird und klanglich durch Klavierpräparation und Obertönen erweitert wird. Das nächste Stück ist die Namensgeberin heutiges Abends. Das Stück heißt Sparkle von Hilde Paredes. Hilde Paredes ist bekannt für ihre Arbeit an Beziehung zwischen Zeit, dramatischer Kraft und poetischem Ansatz. Sparkle wurde als Hommage an ihren Lehrer John Kasken zu dessen 70. Geburtstag geschrieben und das Material stammt aus der Kadenz ihres Klavierkonzert Acertijo de Marfil, das sie zu diesem Zeitpunkt gerade fertigstellte.
in diesem Stück gibt es alles, was man sich zum Geburtstag wünscht. Licht und Zauber, Spontanität des Geburtstagskindes, ausgedrückt in tänzerischen Bewegungen, Bewegungschoreografie und in Cluster. Die Cluster tatsächlich spielen eine große Rolle in fast allen Stücken im heutigen Programm. Das nächste Stück ist Haven von Marty Epstein. Haven war Auftragswerk des Bostoner Pianisten Paul Carlson aus dem Jahr 2006, der darum bat, dass das Stück etwas mit der Idee der Utopie zu tun haben sollte. Haven soll eine stille, ruhige Atempause vom Lärm und der Verwirrung des täglichen Lebens sein. Es beginnt mit einzelnen Noten, die von Stille durchgesetzt sind. Allmählich gehen diese Einzeltöne in Akkorde rüber und allmählich werden die Akkorde zu gerollten Akkorden, die sich schließlich wieder in Stille auflösen. So schreibt Marty Epstein über das Stück.
Das nächste Stück Partage bei Eiko Tsukamoto entstand als Teil eines von der Pianistin Michiko Saeke initiierten Projektes, in dem sie mit besonderem Interesse an der Verwendung ihrer eigenen Stimme einige Komponisten mit neuen Werken beauftragt hat. Eiko schreibt: Ich mag es, wenn jemand mich mit meinem Vornamen ruft. Das ist eine rein persönliche Sache und wahrscheinlich steckt darin auch gewisser Egoismus von mir. Das ist eine Art Egoismus in dem Sinne, dass es mit der Anerkennung, mit dem Verlangen danach, jemand besonders zu sein, verbunden ist. Mir scheint dennoch über diesen Aspekt hinaus der Name, wenn ausgesprochen, der vertrauteste und fundamentale Laut für jemanden zu sein, der sich gegen jeden semantischen Skeptizismus wehrt und einen direkt anspricht. Der Titel wurde aus dem Buch von Jean-Luc Nancy von einer Gemeinschaft, die sich nicht verwirklicht, entnommen. Originaltitel La Communauté de Souffre. Sabrina. Thank you.
do we mean love when we say love? Klaus, Eva, Benno, Christine, Rainer, Emilia, Juliana, Isolde, Adam, Karl-Heinz, Eli, Lisa Marie, Maria Theresia, Daniel, Margarete e Iko. Alissa, David, Juliana, Rotraud, Alissa e Iko. Klaus, Eva, Eckart, Willi.
When the Wind Blows. Das Stück ist Magnus Jahre, dem Sohn der Komponisten, gewidmet und wurde während ihren ersten Monate in Berlin komponiert. When the Wind Blows ist ein Zusammenschnitt des ersten Satzes von Webers Variation Opus 27. Bewegungschoreografie spielt hier auch große Rolle, auch wie bei Haven. Vor allem, wenn man beim Spielen noch ein kleines Kind an dem Flügel, neben dem Flügel, unter dem Flügel oder sogar manchmal in dem Flügel vorstellt und dabei trotzdem üben muss. Ich mit meinem Kind persönlich habe immer Spielzeuge mit Geräusche und Musik vermieden, aber eins hatte ich und es ist heute auch dabei. Thank you.
Wild Water bezieht sich auf eine Phase meiner Kindheit, in der ich mich als Mädchen unglaublich stark und frei fühlte, schreibt Margarete Huber. Ich kletterte auf höchste Bäume und bei einem Ausflug sprang ich spontan in einen Wildwasserkanal. Stromschnellen, Wirbel und angstlose Energie und die Auseinandersetzung mit Bewegung, Linearität, Sog und Kreisen in der Musik sind im Zentrum des Stückes. Hier hört man auch wieder die Clusters, die wie fast in jedem Stück als Hand des Kindes zu hören und zu sehen ist. Und außerdem man hört und spürt die Natur, die Freude, die Sonnenstrahlen, die Sonne baden, Vögel, natürlich ganz viel Wasser, fließend, sprudelnd und stürmisch. Thank you.
Ich habe Compassion kurz nach 9/11 geschrieben. Ich stand mit meiner Familie in der Nähe der Türme, als das erste Flugzeug einschlug. Es ist unmöglich, die Gefühle an diesem Tag zu beschreiben. Compassion ist das erste Werk, das ich nach diesem tragischen Ereignis geschrieben habe. Compassion wurde von der Pianistin Sarah Cahill zu Ehren der Komponistin Ruth Crawford Seeger in Auftrag gegeben. Der Name Ruth bedeutet Mitgefühl. Der Titel bezieht sich auf ihren Namen und ist auch eine Antwort auf die Zeit. Abgesehen von der Tragik des 9/11 habe ich für dieses Stück deswegen entschieden, weil es in so vielen Aspekten das Kindliche, das Unmittelbare, das Ursprüngliche wie die Angst, das Horror, das Staunen, die rauen Emotionen in sich verkörpert und wiedergibt. Hier hört man sehr gut die Emotionen, die Instinkte, die Reaktionen, die in den Menschen überall in der Welt sehr stark sind und in den extremen Stresssituationen sogar stärker sind als das Intellektuelle.